Frischer Wind für die Liebe mit dem Beziehungsupdate. Das ist das neueste Thema aus der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und ich habe nicht nur dieses Thema mitgebracht, sondern ich habe noch was viel Besseres mitgebracht, nämlich meine Liebste, meine Partnerin, Viola Heller, die sich auch gleich selbst noch vorstellen wird. Ich will gar nicht so viel sagen. Und vielleicht nur, warum dieses Thema? Weil vielleicht fragst du dich ja, wie kannst du selbst dafür wieder sorgen, dass es frischen Wind in deiner Liebe gibt? Und wie könnt ihr euch dafür auch öffnen? Weil das erlebe ich bei den langjährigen Paaren ganz oft, dass man sich dann anfängt zurückzuziehen. Und dass es dann anfängt, dass man so merkt, und das haben wir auch gemerkt, dass das selbst für uns jetzt mit einem Jahr schon zu einer Herausforderung wurde, dass wir aufpassen mussten, dass wir uns an bestimmten Punkten nicht verlieren. Und wie könnt ihr aber die Stärken, die es zwischen euch gibt, wertschätzen auf der einen Seite und in diesem Prozess mitnutzen? Das ist das, worum es heute geht. Und ja, wie gesagt, ich habe Viola dabei und vielleicht magst du selbst ein bisschen was zu dir sagen. Was machst du? Wer bist du? Ja, also Viola Heller, Schweizerin, wie man sehr wahrscheinlich hört. Ich bin Mentorin für unabhängige Single-Ladies, die zwar keine Beziehung brauchen, um komplett zu sein, aber die halt doch gerne ihr Leben mit Mr. oder Mrs. Wright teilen würden oder wollen. Und da begleite ich sie auf ihrem Weg in die Liebe. Ja, das ist so schön. Und wir haben uns das übrigens selbst gar nicht vorstellen können, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja gerade mit dem Thema angefangen. Also wir haben jetzt nicht geguckt, oh, wer ist in dem Themenbereich noch unterwegs. Doch, ich habe. Nein. Ach so, so hast du das Matching gemacht. Ja, wer mich noch nicht kennt, wer heute das erste Mal dabei ist, Olaf Schwantes. Ich bin Love Coach und bin in Hannover und Zürich, dann jetzt immer wieder mal. Und begleite halt langjährige Paare auf ihrem Weg zur glücklichen Beziehung. Aber lass uns mit dem Thema starten. Frischer Wind für die Liebe mit dem Beziehungsupdate. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt seit einem Jahr selbst ein Paar und wir haben vor ein paar Wochen uns einfach mal in einen Prozess reingegeben, nämlich dieses Beziehungsupdate. Und genau darüber wollen wir jetzt gleich kurz sprechen. Das sind insgesamt 6 Schritte, die wir uns dort anschauen werden. Und wir geben mal beide unsere Erfahrungen aus diesem Prozess mit rein. Weil ich denke mal, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil vielleicht bevor wir in diesen Prozess gehen, noch eine Anmerkung. Das ist eine Frage, die ich von meinen Kundinnen und Kunden ganz oft höre. Sag mal, Olaf, machst du die Dinge eigentlich auch selbst? Er Und macht, ich kann es bezeugen. genau, also das ist so, das ist immer einer meiner größten Wünsche gewesen. Und ich habe es zum Teil in meinen vorherigen Beziehungen leben können, aber mit dir habe ich einfach das große Glück auch, dass wir wirklich das wirklich viel mehr auch noch leben können und ich das auch einbringen kann, weil mir das wirklich wichtig ist. Und ich möchte es auch selbst spüren, was ich dir, euch auch mit auf den Weg gebe. Komm, lass einen Sweet Talk, mach Okay. weiter. Gut. Also, wie könnt ihr es schaffen, euch wieder im Herzen zu berühren, so wie wir gerade eben? Das Beziehungsupdate. 6 Schritte. Lass uns mal mit dem ersten Schritt gleich beginnen, ohne lange rumzuquatschen. Ein Status quo, es beginnt immer irgendwo nochmal zu gucken, wo stehe ich jetzt eigentlich wirklich? Und das ist nicht einfach irgendwie, ja, schreib dir das jetzt mal auf und was ist das Gefühl, das hast du eh alles im Kopf in deiner Birne und weißt du auch, spürst du auch, sondern dieser Status quo, den finde ich so wichtig. Da gibt es auch eine Checkliste dann schon mal zum Herunterladen. Ich blende dir das schon mal ein und für die Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer olaf-schwantes.com/Beziehungsimpulse ist dann auch in den Shownotes drin zum Anklicken. Da findest du diese Checkliste, die dir hilft, nochmal mit 5 Bereichen ganz genau zu gucken, wo stehe ich wirklich in meiner Liebe. Magst du mal sagen, wie du das erlebt hast, diesen Status quo für dich zu machen? Der Status quo war für mich ein totaler Augenöffner. Also wirklich, weil wir sind ja dauernd in Austausch und ich dachte, ah, Status quo, komm, ich weiß, wo wir stehen. Und das war falsch. Also ich habe echt gemerkt, auch gerade mit diesen 5 Bereichen, die du erwähnt hast, jetzt mit der Checkliste, ich habe noch nie so systematisch auf unsere Beziehung geguckt wie in diesem Moment. Und diese Checkliste hat mir so geholfen zu sagen, wo stehen wir wirklich, wo stehe ich wirklich. Also für mich war es ein Augenöffner und hat mir totale Klarheit gegeben, und auch eine schonungslose Wahrheit. Aber da habe ich auch Dinge gesehen, die ich cool fand, das wieder mal zu merken überhaupt. Und ich glaube, das ist bei langjährigen Beziehungen dann noch viel, viel mehr. Aber auch die Dinge, die ich halt auch gerne mal so unter den Teppich schiebe und sage, ja, ist ja alles gut. Also es war ein Augenöffner, total. Wie war es denn für dich? Das ging mir genauso. Also ich sag mal, gefühlt hatte ich auch so natürlich irgendwo ein Bild von uns, von unserer Beziehung. So, ich denke mal, so geht es meinen Kundinnen und Kunden genauso auch immer. Aber das jetzt auch nochmal so schwarz auf weiß vor mir zu haben, war echt nochmal anders. Und das hat auch mit mir nochmal vom Gefühl was anders gemacht, zu sagen, okay, komm, scheiße, an dem Punkt, das ist mir wichtig und was machen wir eigentlich? Also das nochmal so wirklich mir selbst ganz ehrlich zu sein und dann auch natürlich in der Herausforderung dir gegenüber ganz ehrlich zu sein. Ja. Also das ist das,
was der erste Schritt ist, dieser Status quo, dieser ganz ehrliche zu dir selbst. Ja. Um dann im zweiten Schritt, weil dann hast du ja irgendwo deinen Status quo, den Ausgangspunkt. Jetzt könnte man sagen, daran könnte man arbeiten, man nimmt die Checkliste. Dann ist man aber in so einer Energie, wie komme ich weg von etwas, was nicht so toll ist. Und deswegen ist der zweite Schritt die Beziehungsvision. Wie will ich Beziehung überhaupt leben? Und hier ist wichtig, nicht wie soll Viola in meinem Fall jetzt sein und was muss sie alles für mich erfüllen, sondern was möchte ich in dieser Beziehung miteinander leben und was gehört für mich wirklich dazu und was will ich in der Beziehung halt auch vielleicht nicht leben. Und das ganz klar zu haben, ich nenne das immer die ideale Beziehung. Und um wirklich mal alle Filter rauszuschmeißen, so als wenn die gute Fee vor dir steht und du wirklich sagen kannst, hey, so möchte ich das leben. Wie machen das für dich mit der Beziehungsvision? Krass, das war echt krass. Weil klar hatte ich schon eine Vision von Beziehungen, wie will ich Beziehungen leben. Aber auch nochmal, ne, wir haben jetzt ein Jahr zusammen. Ich glaube, deine Kunden und Kundinnen haben schon längere Zeit zusammen. Und da hat man sich ja eingeschliffen. Und mal wegzugehen von diesem, ja, was geht denn überhaupt mit dem Menschen an meiner Seite? Und zu sagen, okay, weißes Blatt Papier, wie wäre die beste Beziehung ever? Das fand ich echt krass und ich musste mir immer wieder sagen, ich nehme den Filter raus von was geht denn überhaupt mit uns so Long Distance etc. Was wäre, wenn das alles nicht ist und ich neu, eben wie du sagst, die Fee kommt und erfüllt mir alle Wünsche. Wie war das? Und das war ein krasser Prozess. Und da war auch immer, da merkte ich in mir von, dass ich zum Teil dann Angst hatte, das niederzuschreiben, dachte, wow, wenn ich das sage, was bedeutet das dann für unsere Beziehung? Und da musste ich mich auch echt immer wieder rausnehmen und diese Angst auch da drin managen von, was heißt das? Und sagen, okay, komm, das machen wir nachher. Jetzt geht es nur mal darum, so diese ideale Beziehung oder die Beziehungsvision zu schreiben. Wie war es für dich? Das ist ähnlich, weil das ist, oder das erlebe ich auch mit Paaren, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch bei mir selbst jetzt nochmal so. Natürlich kommt das dann hoch, dass man so denkt, kann ich das jetzt wirklich sagen? Aber wenn man ganz ehrlich ist, und das ist das Feedback, was ich mir dann kriege, eigentlich hat man irgendwann über die Punkte auch schon mal gesprochen. Jetzt hat man die auf einmal so an so einem Gesamtpunkt, dass man das mal aufschreibt und man hat die mal im totalen Blick. Aber über die Einzelfragmente, wenn man mal da hinschaut, gerade bei den langjährigen Beziehungen, und das habe ich auch selbst bei uns jetzt mit dem Jahr auch schon gemerkt, eigentlich haben wir über alle Punkte irgendwann auch schon gesprochen gehabt. Ja. In dem Sinne war es eigentlich nichts Neues. Und trotzdem ist die Angst da. Was kommt da? Gerade wenn man sich dann zusammensetzt und da anfängt, darüber auszutauschen. Oh Gott, was höre ich jetzt vielleicht von dem anderen oder von der anderen? Und die größte Reaktion meiner Kunden, und die habe ich bei mir selbst dann auch gemerkt, ist, ja, das wusste ich. Also es war nicht neu. Aber trotzdem ist es nochmal wichtig, das dann nämlich aufzugreifen. Ich weiß nicht, wie es dir ja, da geht. Ja, weil aber das eine ist ja, wie du sagst, wir haben über Dinge gesprochen. Ja, das wissen wir. Aber was heißt das? Genau. Ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ne, zu wissen, ja, davon träumen wir, das hätten wir gerne. Oder das hätte ich gerne von dir oder du von mir. Das ist eine ganz andere Geschichte, als die Kiste anzupacken. Und deswegen ist natürlich der dritte Schritt für mich einer der mit Wesentlichen, mit all dem, was kommt. Das ist jetzt so die Vorarbeit. Das ist sich selbst damit beschäftigen. Das ist dann in den Austausch miteinander kommen, sich das gegenseitig auch vorzulesen. Da auch ganz offen und ehrlich, erstens zu sich selbst zu sein, aber dann auch zur Partnerin und zum Partner. Um dann aber auch darüber zu sprechen, zu sagen, okay, und wo wünsche ich mir jetzt eigentlich ernsthaft Veränderung? Wo sind eigentlich Punkte, wo ich sage, da muss was passieren? Und das kannst du nach zwei Kriterien auswählen. Das eine ist, entweder es ist etwas, was leicht für euch umsetzbar ist. Das kann hilfreich sein, wenn ihr schon länger feststeckt als Paar. Natürlich, um zu sagen, hey, ihr habt schnell ein Erfolgserlebnis. Das zweite kann aber auch sein, dass es vielleicht ein Thema ist, wo ihr sagt, das ist mir so wichtig, da muss was passieren. Ja. Sonst fehlt hier einfach, also ich sage jetzt mal Quality Time, was ich von ganz vielen Paaren höre, wo sie sich irgendwann verlieren, wo sie keine Zeit zu zweit mehr verbringen, wo sie dann sagen, oh Mann, wir führen immer Konfliktgespräche. Ich möchte aber Zeit genießen, dass man das dann wieder hat und dass man dann sagt, okay, das ist jetzt erstmal wichtig, sich darauf zu fokussieren und dann das Thema muss was passieren. Dann ist das die andere Variante. Und das herauszuarbeiten und was ist deine Top-2-Veränderungspunkte, was sind meine Top-2-Veränderungspunkte? Das finde ich einfach nochmal wichtig. Total. Also das war für mich auch nochmal sehr, sehr erhellend. Weil wir kennen ja unsere Themen. Ne? Also wir sprechen ja dauernd darüber. Und wir kennen ja unsere Themen. Aber mal zu sagen, ey, da, es geht um die zwei und nur um die zwei, das fand ich irgendwie so eine Erleichterung. Das war plötzlich so,
Das ist machbar, das kriegen wir hin. Und das fand ich total geil. Wobei es witzigerweise für mich auch da an dem Punkt war, dass ich erst da an dem Punkt am aufgeregtesten fast war, wo ich dachte, okay, was wird sie jetzt sagen? Da geht es um die Sache. Naja, so, also deswegen das nochmal zu sagen, ihr kennt das Neujahrsvorsätze, deswegen Top 2. Bei uns war es noch idealerweise sogar so, und deswegen sage ich manchmal, jeder hat nur einen Top-Veränderungspunkt. Wir haben beide das gleiche gehabt. So. Zum Glück. So, und deswegen sind es 2 Punkte. Und die jetzt in den Fokus zu bringen. Und deswegen ist es dann wichtig, als nächstes, und das ist der vierte Schritt, in den Austausch zu gehen über diese Punkte, nochmal genau darüber zu sprechen, was verstehe ich darunter. Nehmen wir mal das Beispiel, was ich eben schon hatte, Quality Time. War übrigens unseres, eins von den beiden. Zu Zwei sagen, Arbeitstiere. ja. So, Long Distance, so mehrere Punkte. Und jedenfalls darüber in den Austausch zu gehen. Und dafür finde ich nochmal hilfreich, und das wirst du in den Shownotes später nochmal finden, die Fragen, dass ihr euch darüber austauscht und darüber sprecht, was genau verstehe ich eigentlich überhaupt unter Ja. Quality Time. Weil die meisten denken dann immer, ist doch klar. Ja, So, ist es aber nicht. ist es nicht. Und da ist Ja. auch die Checkliste nochmal hilfreich, die daneben zu legen Sehr. übrigens. Dann im zweiten Schritt zu sagen, ja, was ist denn das, was ich mir hier wirklich an Veränderungen eigentlich wünsche? Um dann zu sagen, woran würde ich eigentlich merken, wenn das erfüllt ist? Was ist dann eigentlich anders? Woran würde ich das merken, dass wir jetzt mehr Quality Time miteinander leben? Was tut das mit mir? Was tut das mit unserer Beziehung? Dann im vierten Schritt darin zu sagen, was wünsche ich mir eigentlich von meiner Partnerin, von meinem Partner, wenn es um das Thema der Quality Time geht? Wie können wir da mehr von leben? Was wünsche ich mir von dir? Was brauche ich von dir dafür? Um dann im letzten auch zu sagen, hey, was ist eigentlich mein eigener Beitrag? Was tue ich selbst dafür, um auch wirklich dafür Sorge zu tragen, dass wir mehr Quality Time miteinander haben. Ja, und das ist ja dann oft so der springende Punkt. Dann wird es dann so ehrlich. Soll ich ganz ehrlich von unserem Prozess Ja, mach erzählen? mal. Jetzt bin ich immer selbst gespannt. Ja, ne? Also das Wichtige gerade an diesem Punkt ist, und da will ich auch ganz ehrlich mit deinen Zuhörern und Zuhörerinnen sein, ist, da haben wir uns mal kurz verloren. Also so, ne? Wir sind beide Coaches, wir kennen alle unsere Kommunikationskonzepte von Ich-Botschaften, 5 Sprachen der Liebe und. Also wir kennen sie alle, gewaltfreie Kommunikation. Und selbst wir haben uns da in die Haare gekriegt. Das möchte ich, ne, sage ich ganz ehrlich. So. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben da wirklich schön und gut die Kommunikationskonzepte zu kennen, aber zu wissen, wie wende ich die wirklich einfach simpel und pragmatisch an. Also das fand ich dann hilfreich, um hier für mich auch nochmal diese Schlaufe zu machen und sagen, ja, okay, komm, du weißt, wie das geht. Jetzt wende das aber auch an. Und da ist ja dann oft der Punkt. Und das fand ich in diesem Prozess nochmal so hilfreich zu merken, wow, selbst wenn ich das alles kenne, kann ich mich mit einem Experten an der Seite verlieren. Und das fand ich total spannend hier. Ja. Also, ne, deswegen Real Talk, so damit ihr auch mal mitkriegt, okay, wie läuft das eigentlich auch bei uns so? Und dann ist das immer alles rosarot. Nein, auch wir lernen so. Nee, Also, das ist es ist manchmal tiefrot ne, so und nicht und nur. nicht nur mein Shirt heute, ja, genau. Also, deswegen beim Austausch, diese Fragen, ihr werdet sie in den Shownotes finden, nutzt die. Und Ja. noch ein zweiter letzter Tipp zu diesem Thema, und dann gehen wir mal weiter zum nächsten, ist so dieses, beschränkt die Zeit, wie lange ihr darüber Ja. sprecht, weil ihr kennt das, wir habt das schon oft über Themen gesprochen, es geht uns auch so. Und wir haben dann genauso das Problem, dann verlieren wir uns, dann drehen wir Schleifen, drehen wir Schleifen, drehen wir Schleifen. Und da wäre es wichtig, nehmt euch eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde Zeit, mehr nicht. Und nehmt diese Fragen, die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, weil die schützen euch davor, euch zu verlieren. Ja, voll. Und wenn ihr beide dann ernsthafte Antworten auf die letzte Frage gegeben habt, was bin ich selbst bereit dafür zu tun? Habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um in die Umsetzung zu kommen? Das sollte etwas sein, wo du bereit bist, nach dem Gespräch oder einen Tag später wirklich in die Umsetzung damit zu gehen und das Real Talk, Walk Your Talk dann auch zu machen. Das braucht es dann an der Stelle. Und dann müsst ihr nicht lange überlegen und brainstormen, ja, was machen wir jetzt damit und wie gehen wir Ja. jetzt damit um, sondern ihr gebt euch selbst die Antworten in dem Prozess. Das war der vierte Schritt. Zwei haben wir noch. Fünfte ist Stärken und Wertschätzung. Da verlinke ich mal ein Video. Da habe ich vor längerer Zeit schon mal ein Video zu dem ganzen Thema gemacht, warum ich das so wichtig und wertvoll finde. Aber nochmal wirklich zu gucken, was sehe ich als die Stärken von dir? Wofür wertschätze ich dich auch? Was sehe ich als das, was uns gemeinsam zusammengeschweißt hat? Was uns trägt in unserer Beziehung? Darüber nochmal einen Austausch zu finden. Weil dann habe ich diese zweite Waagschale als Waage, als Sternzeichen Waage, gucke ich da ja mal gerne hin und sage halt, hey, hier gibt es auch das Positive und nicht nur das, wo ich eine Veränderung will, sondern halt wirklich zu sagen, das hilft euch auch dann in die Veränderung zu kommen. Das Video hast du mir gar nicht geschickt. Okay, dann mache ich das wohl nochmal.
Okay, also das ist so der fünfte Schritt, wie gesagt, das vielleicht mal so in aller Kürze jetzt hier an dieser Stelle. Und der letzte Schritt ist natürlich extrem wichtig. Was nützt es euch, wenn ihr einmal drüber gesprochen habt? Ich meine, das kennt ihr. Vieles von dem, was wir jetzt vielleicht drüber gesprochen haben, habt ihr irgendwo schon mal gelesen, aufgeschnappt. Es ist kein Rocket Science, aber diese Reflexionsgespräche zu machen, auch dann zu sagen, okay, es gibt nur ein Thema pro Gespräch. Also ihr habt dann nur über die Quality Time gesprochen. Nach 14 Tagen oder nach 4 Wochen setzt euch nochmal zusammen, tauscht euch darüber auf. Was hat gut funktioniert für uns? Was klappt? Mhm. Wo sind wir froh und glücklich? Was läuft ja einfach genial auch gerade. Wo gibt es so Punkte, wo wir sagen, so richtig toll läuft das noch nicht, sollten wir noch mal ein bisschen mehr den Fokus drauflegen? Und wo gibt es vielleicht auch Punkte, wo er sagt, ja, war eine nette Idee, aber echt, läuft nicht. Ich finde es scheiße, du und ich auch, wollen wir das mal lassen? Also das dann auch rauszuschmeißen mit Humor, ja. Ne? Also auch mit dem Lachen, weil Humor ist so wichtig einfach auch in diesen ganzen Veränderungsprozessen. Und da dann halt wirklich auch zu sagen, es braucht diese Reflexionsgespräche, damit ihr halt auch wirklich nicht jeder nachher wieder in seiner eigenen Denkfalle sich verliert. Ja, genau. Und in Interpretation, sondern dass man da auch wieder im Austausch ist. Ja, und ich finde das auch so cool, wir machen das ja, wir machen wie so Mini-Updates, so einmal am Samstag, wo wir zusammen frühstücken gehen, wo wir so, aber nicht so eine lange Geschichte, sondern nur so kurz, ey, haben wir jetzt Nähe oder Quality Time gelebt diese Woche, wie haben wir das gemacht, wie machen wir das nächste Woche, also so eine Sache von 5 Minuten, und, ja. Aber das finde ich extrem hilfreich irgendwie, das finde ich cool. Und das ist halt, ne, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Velo, wirklich nur kurze Momente. So keine stundenlangen Gespräche. Da habt ihr doch keine Lust drauf. Ihr wollt doch das miteinander genießen. Ihr wollt doch Spaß haben. Gerade bei der Quality Time. Mhm. Also das ist so das. Also, nochmal die 6 Schritte. Das Beziehungsupdate. Es beginnt mit dem ersten Schritt, mit dem Status Quo als allerersten. Es geht dann über in den zweiten Schritt, nämlich in die jeweilige Beziehungsvision. Wie will ich Beziehung eigentlich wirklich und ernsthaft leben? Um dann im dritten Schritt nochmal darüber zu sprechen, was sind eure Top 2 Veränderungspunkte? Und wenn ihr die habt, geht es in den Austausch. Wo legen wir den Fokus hin? Worauf wollen wir wirklich achten? Stärken und Wertschätzung, magst du dich jetzt vielleicht erstmal wundern, was hat das in diesem ganzen Ablauf zu tun? Ich finde das so wichtig. Ja, macht Sinn. Und das ist einfach, es macht es so leichter. Ja, es nimmt einen Fokus auf was anderes. Ne? Ja. Man kann immer das Negative angucken oder man sieht, ey, schon so viel ist cool und da können wir drauf aufbauen. Ja. Und das sind die Ressourcen, die ihr habt übrigens. Ja. Um dann im 6. Schritt das Thema der Reflexion, des Austausches zu haben, das können 5 Minuten sein am Samstag, wenn ihr auf den Markt geht oder was ihr auch immer Schönes macht. Beziehungsupdate ist eigentlich wie Projektmanagement. Ja. Du hast, wo stehst du, wo willst du hin, was ist das Ziel, was ist das Video, was sind die Meilensteine, welche Ressourcen hast du im Team, die du gut einsetzen kannst und dann Meilensteinüberprüfung. Und das klingt immer so nüchtern. So, das ist ist es doch. Ja, klar. Ich habe ja auch einen anderen Background. Ich mache das jetzt seit 11 Jahren, was ich mache, mit den Paaren zusammenzuarbeiten. Habe da vorher auch lange Jahre als CFO und Ähnliches gearbeitet und versuche natürlich die Dinge da auch mit hineinzubringen. Trotz aller Tiefe, trotz aller Liebe, trotz aller Emotionen, die da auch drin stecken. Also es ist jetzt nicht so nüchtern, wie es klingt, aber manchmal können wir es uns auch einfacher machen, indem wir Dinge nutzen, die uns da auch helfen und auch einfach besser fokussieren. Und die Zeit ist zu schade und die ist doch, genießt die. Das ist immer das, worum es geht. Also, wenn du mehr willst, nochmal hier der Link zu der Checkliste. Das wäre der Startpunkt. Und in der folgenden E-Mail-Serie kriegst du noch weitere Impulse auch dazu. Wie kannst du mit der Checkliste mit deinem Partner, mit deiner Partnerin weitergehen? olaf-schwantes.com/Beziehungsimpulse. Und schon geht die wilde Reise für euch zwei los. Frischer Wind für die Liebe mit dem Beziehungsupdate. Das ist das Thema, wo wir heute drüber gesprochen haben. Und ich danke dir, liebe Viola, dass du heute mal hier dabei warst. Ja, danke, das ist die Premiere für diese Seite. Und ansonsten sehr gerne immer wieder bei Viola auf dem Instagram-Kanal Earl Grey Talk jeden Sonntag. Ab und an bin ich auch mal da zu Gast. Und zu Gast ist Quatsch. Machen wir das gemeinsam so? Ja, eigentlich machen wir das gemeinsam. Genau, so. ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Umsetzung mit dem Beziehungsupdate und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Ciao.